Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ace Attorney Investigations. Im letzten Part haben wir mit einer Interpol-Staatsanwältin, die nichts drauf hat, gesprochen und einer etwas besseren Inspektorin. Wir werden jetzt zum ersten Mal die Scarlet Devil Mansion betreten, die wir in AAC 2 noch nicht betreten konnten. Und das allererste, was mir auffällt, die Map erinnert mich irgendwie an PKH. Und zum ersten Mal sehen wir auch Remilia. Okay, Untersuchungen durchführen. Ja, sonst sind wir im Arsch. Guten Tag. Sakuya. Was? Ah, ja, okay. Was? Felsener? Ja, ich denke auch Petra Felsener. Ja. Alter, er ist doch nicht der Staatsanwalt. Was? Okay. In einem anderen Gespräch. Okay. Altron Gül. Dann müssen wir halt jetzt untersuchen. Let's go. Ja, das macht Sinn. Ja gut, let's go. Alter! Alter, Peter! Alter, wie dumm ist dieser Cave? Wieso ist er mein Inspektor? Okay, gut zu wissen. Mit dem Bild kann man nicht quatschen. Was bist du eigentlich für eine? Nein, alter Raton. Ja, absolut. Alter. Alter! Naja gut, das bezweifle ich allerdings auch. Was mit dem? Was hier? Nein, nicht Peter! Süß, okay. Voller Zucker oder was? Ah. Ja gut, das macht Sinn. Nein, Peter, ja! Junge, Alter, warum ist er mein Inspektor geworden? Okay, Green Tee. Warum kein Jasmin Tee? Flo, was hast du dir dabei gedacht? Okay. Ja, wir hatten es doch gerade schon davon. Was ist das? Alter, Alter. Bitte was? Tafel Tee. Was, wenn ich hier lang gehe? Wow, okay, Stalker. Ja, ich glaube, wir haben alles untersucht. Ja, erstmal unauffällig nach ihr selber fragen. Ja, Alter, die Lady. Naja, Flandre ist auch am Start. Was? Alter, Radon! Ja! Sie ist safe mit Pyroflow. Man, Alter, jeder der Scarlet heißt Lied, Radon Scarlet, Pyroflow Scarlet, Damia Scarlet. Warte, was? Nein, das letzte streichen wir, Damia! Okay. Der Mord. Okay, sie wusste es nicht. Ich glaube, wir haben alles, ne? Ja. Ach du heilige Scheiße. Das waren aber kurze Untersuchungen. Ja, wir haben eigentlich überhaupt nichts gerissen. Oh nein, nicht schon wieder Logik. Na gut, dann setzen wir Logik ein. Komm, Junge, komm, komm mit mir, Bro. Was? Einige letzte Fragen auf. Wir haben noch immer nicht ganz raus, welche Rolle... Was? Was ist das für ein Satz? Und der genauso. Das heißt, wenn wir uns den Autopsiebericht anschauen und nicht, wenn wir den Autopsiebericht uns anschauen. Ich meine, es geht so auch, aber das klingt halt schon wie ein Legastheniker-Deutsch. Schauen wir mal. Okay. Dein Autopsiebericht, hä? Ja gut, im Autopsiebericht stand etwas von Insulin drin. Und starker zuckerter Tee wäre ja quasi so ein Gegenmittel gegen das. Nicht Insulin, Diabetes eigentlich. Deswegen muss es das hier sein, ja. Die Sache ist auch die, diesen Part nehme ich jetzt 2-3 Tage später auf zu den ersten drei Parts. Und das ist bei so einem Spiel halt immer etwas schwierig, weil man sich halt die Dinge komplett merken muss. Mal gucken, was ich noch so zusammenkratzen kann. Alter Peter, ich feuer dich komplett, Alter. Du rasierst gar nichts heutzutage. Ja.
Könnte man meinen. Ah, Alter, ich bin happy. Sakuya, die alte Heilerin. Ah. Ja. Ja, wir müssen mal mit Sakuya jetzt reden, aber die ist doch im Gespräch, dachte ich. Ja, gut, das macht Sinn. Ja, wir haben absolut keine Zeit. Wir sind verhaftet, wenn der reinkommt, du hast recht. Ja, eigentlich wollte ich diesen Fall ja gar nicht annehmen. Ich wollte ja nur wissen, wer Alice umgebracht hat und nicht Morrigan. Ja, komm, machen wir halt eine Aussage, oder? Oh ja. Ja. Absolut richtig. Okay. Die Einladung. Okay. Okay, sie ging allerdings fort. Okay, das ist die allererste oder einzige Aussage, wo ich jetzt denke, da könnte man. Ja, meinungsinteressiert. Ja, du musst immer höflich sein, Interesse zeigen. Das weckt Sympathie bei den Mitmenschen und Gegenübern. Auch bei einer Konfrontation. Es baut Kongruenz auf. Und dann können wir sehr schön über die Sache reden. Vor allem, da Remilia auch gereizt werden kann. Und dann war's das mit uns. So, ich werde das einzige angreifen, was ich hier für suspekt halte. Und zwar das. Moment mal! Alter, ich. Flo, wenn du das Spiel weiterentwickeln solltest, ne? Bitte lass mich meine Sounddateien neu aufnehmen, bitte. Okay, wo frage ich jetzt? Gezeigt erstmal. 3 Uhr. Ja, das macht Sinn, weil die Uhr ging eine Stunde nach, das würde Sinn machen. Okay. Na gut. Ja, das ist wichtig. Alter, belohn mich, danke. Greif klar an. Moment mal! Taschenuhren. Wow. Okay. Aber das heißt, es ist nicht dieselbe Uhr gewesen. Das ist die geliehene. Also wir wissen nicht, ob Sakuyas Uhr auch falsch ging. Ja gut, das war's. Ja. Das wird wohl dann wirklich 3 Uhr gewesen sein. Moment mal! Okay. Oder sie ist tot. Ja. Alter, schür doch keinen Verdacht, du Kalb. Moment mal! Alter. Okay. Wir beiden Typen. Jimmy Unglück, Herr Jeremy könnte schon hinkommen. Ja. Ist gut zu wissen. Moment Jetzt mal! frage ich nach etwas anderem. Alter. Nein, nicht du. Nein, eigentlich nicht. Ja. Das vollkommen verkackt. Ja, okay. Ja, das haben wir ja schon. Moment mal! Ich weiß, dass ich nichts weiß. Das ist. War das nicht Platon oder sowas? Das ist irgendein Philosoph gewesen. Das kann auch Shakespeare gewesen sein, ich weiß es nicht. Ja! Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Wobei, warte mal, hier
Das war doch die Taschenuhr, die sie uns gezeigt hat. Ich werde jetzt hier einfach mal diese Uhr beweisen. Hier. Einspruch! Ja, macht Sinn. Ah! Ja! Aber was bringt uns das? Achso, ja gut, stimmt, da kann sie nicht gegangen sein. Was? Nein. Was? Du kannst mir meinen... Ja. Alter, die Zeit so. Ja, Beweise ist dieser Weg oder sowas. Ja, hier. Nimm das! Alter, nimm's doch jetzt endlich, du Hässliche. Alter, Gensokyo. Hat mir nicht Uro diesen Beweis gegeben? Ja. Alter! Alter! Okay, jetzt bist du doch verdächtig, Remilia. Ich dachte, du bist echt ein Chief, aber... Warum beginnen? Ich hab doch... Ah ne, beendet, ich dachte gerade schon. Nein! Kommt sie jetzt auch? Hallo? Hallo? Hallöchen? Sakuya? Ach so, der Teleporter hat sie gekillt. Alter, sie ist hier und sie ist irgendwie klein. Alter, ich. Ja. Alter! Alter, die! Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße! Oh Scheiße! Oh Scheiße! Oh Scheiße! Alter, wir sind die Aushilfskraft! Alter, wir! Peter, hilf mir! Peter! Ich will... Oh mein Gott, das war's, glaube ich. Oder? Das sind witzige Sprites von Sakuya irgendwie. Was ist das für eine Musik in der Coke Side of Life? Jetzt los! Gib mir das Fragezeichen! Wer bist denn du? Warte mal, diese Sprites. Ich kenne die. Irgendwo habe ich die schon mal gesehen. Ja. Alter Peter dreht sich nach rechts. Hier ist angerannt. Alter. Ja, Peter, schlag ihm bitte eine rein. Alter, Peter! Jeremy, okay, er ist es doch. Okay. Oh Scheiße, jetzt war's. Das war's. Wir sind am Arsch. Alter, okay, warte mal, sie ist gar nicht. Ja, wir sind geliefert, wie das DHL-Paket an Flo's Haus, wo der Kuchen drin ist. Ja! Ja, wir sind tot! Alter, Maya? Noch nicht der Maya-Kalender? Alter! Alter, voll krank von ihr. Alter, ist echt was los. Hier sind einfach mal 7 Leute. Nein, 2, 4, 6, 8 Leute, wenn man die Fehler unten links mit berücksichtigt. Sie ist auch der wichtigste Charakter.
Denn die 10 Taler werde ich jetzt wohl doch essen müssen. Ja. Der Wahrheitsverstecker. Nein, ich will erstmal speichern. Warte, wie? Ja gut, jetzt stehen wir halt so und jetzt. Was zur Hölle? Alter, er ist schon irgendwie ein selbstsicherer und auch etwas provokanter Mensch. Mal schauen, ob ich seine Aussage durchlöchern kann, so wie den Schweizer Käse. Okay, cool. Sag her. Okay. Aha. Aha. Obwohl, warte mal, er ist Arzt. Ich dachte eigentlich, woher soll er das wissen, aber ja, okay. Aber ja, es wird schon die Aussage hier sein. Dann starte sie. Danke, Mann. Alte Seite. Das könnte auch das Finale vom Fall sein. Wer weiß das schon so genau. Los geht's. Konfrontation. Safe ist safe. So. Ja, das... Warte mal, woher weiß er das? Moment mal! Okay. Ja. Der Nichtschläfer. Okay, warte mal. Okay, sag ja, warum weißt du es? Okay. Mal schauen, was ich reißen kann. Moment mal! Okay. Ja, das war die Sache mit dem Tee. Ja, habe ich. Aber wo soll ich sie beweisen? Moment mal! Das mal schön überlegen, mal schauen, was mir so. Ja, eigentlich haben. Ja, ich hab's aber nicht bemerkt. Halt, reich bin. Okay, warte. Ja, das wird nichts sein. Das ist auch egal. Ja, das macht ja Sinn. Ich denke, es ist der Autopsiebericht, aber die Frage ist, wo? Probieren wir es. Einspruch! Ja, dann war es nicht hier.
Alter, ich bin auch nicht beeindruckt. Okay, warte mal. Warte mal, sie war zur Tatzeit hier. Vielleicht jetzt. Ich glaube nicht, dass es zweimal die Taschenuhr ist. Einspruch. Fuck, ich habe noch 20 Leben. Scheiße, scheiße, scheiße! Warte, es kommt das Konsultieren. Ich glaube, das passiert immer, wenn ich es so oft verkacke, ne? Dann präsentiere mal. Oder wenn ich kurz vom... Nee. Wo kann ich jetzt hier konsultieren? Hier. Hä, hey, das habe ich doch probiert. Oder habe ich das Falsche präsentiert? Ja, das habe ich ja so oder so schon. Warte mal. Das ist ja ein Unterzucker und Stab. So. Okay. Ach so, ich könnte theoretisch auch Profile präsentieren. Achso, das ist ja ein Unterzuckerungsstab. Oh Mann, bin ich bescheuert. Das Genick wurde doch gebrochen. Ja, ich hab's bei der falschen Aussage präsentiert zum ersten Mal. Ich Vollidiot. Ich dachte, ich hab's da präsentiert. Ich hab's aber glaubt bei der dritten Aussage präsentiert, weil ich ein... Ja, egal. Ja, frag doch. Okay, gute Sache. Falsch! Ja. Alter, wie lautet sie? Alter, wie kannst du es gelesen haben? Alter, das Gegenargument. Naja. Okay, Herr Pech. Okay, das könnte hinkommen. Okay, das macht auch Sinn. Okay, das macht keinen Sinn. Okay, das macht auch keinen Sinn. Es wird die dritte Aussage sein. Warum immer ich? Marlin, du hässliche. Moment mal! Okay, Fieber. Was? Okay, hier sagt er, es geht dir gut. Ja. Ja, da zweifle ich echt dran. An deinen Aussagen. Hier, plötzlich. Das widerspricht sich. Moment mal. Aber wie soll ich es beweisen? Okay. Antihypertonikum. Okay. Hmm.
Moment mal! Okay, jetzt macht's. Warte mal. Doch, warte, bin ich bescheuert? Er ist doch der von. Wer ist denn der Trottel nochmal hinter Gittern? Der vom Introfall. Der hat doch gesagt, dass Pech sie ausspioniert hat. Moment mal! Nee, 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 hier ist nichts zufällig. Warte, warte, hier kann ich's. Ja, warte. Ja, nein. Ja, das stimmt. Ja, richtig, ich habe mich erinnert. Und hier kann ich es dann auch wohl präsentieren. Gut, ich habe jetzt so oder so alles angegriffen, da muss ich kurz überlegen. Das stimmt. Also werde ich jetzt beim allerersten hier, und das nur zufällig, hier werde ich es präsentieren können. Aber zuerst werde ich hier mein Safe-State präsentieren. Jetzt ist die Frage. Hier. Kann ich es noch untersuchen, wenn ich das präsentiere? Ah, scheiß drauf, ich muss es machen. Das könnte. Halt! Kurats. Warte mal. Scheiße, ich habe nur noch 10 Punkte. Fee, ich brauche das Geld. Nein, es ist safe hier. Ich weiß es. Oh fuck, ich bin gleich tot. Nee. Okay. Ich hab das Profil nicht. Ach so, warte mal. Es kann auch was anderes gewesen sein. Es muss nicht diese Aussage. Ja, eigentlich würde ich auch diese Aussage gelten lassen, aber. Hier. Mit der Verbindung. Hier könnte es jetzt auch sein. Hier. Ja, aber da muss ich ehrlich sagen, Flo, das ist auch wieder so eine Sache gewesen. Die erste Aussage mit zufällig Patientin, die ist auch so, ja, also da würde ich den Beweis eigentlich auch gelten lassen. Aber ja, ey, passt jetzt so. Oh, guck mal, hier spricht das sogar nochmal an. Alter, ja stimmt, das Medizinstudium ist von der Schwierigkeit über Jura. Es ist, glaube ich, das Schwerste und Jura das Zweitschwerste, also ich bin hier der Lappen, der hat da recht. Was? Ja, Monty, genau den meinte ich vorher. Alter, Marlin, endlich reißt sie mal was in ihrem Leben. Ja. Alter, ich glaube, raged. Okay, er wird eskaliert. Ja, er eskaliert. Logikschach, nein. Ich hab doch nur noch 10 Punkte. Ich hätte es fressen sollen, aber mein Ego war zu groß. Ich darf keinen einzigen Fehler machen. Obwohl, warte mal, Logikschach hat nichts mit Geduldpunkte zu tun. Hier kann ich verkacken, wie ich will. Das sind nur Logikpunkte. Lass 3 Figuren. Ein Turm. Ach du heilige Scheiße. Abwarten. Okay, schlag ihm mal in die Fresse.
Okay, warum er in Gensokyo war. Logik Schach. Na gut. Ja gut, das wird jetzt erstmal nicht der Fall sein. Alter. Nein, ich werde auch weiterhin abwarten, weil es keinen Sinn macht. Ja. Nein, wir werden auch weiter abwarten. Er beleidigt mich, denn ich kann... Hier kam jetzt dieses Ding. Also ich greife jetzt mal an. Alter. Nein, ich werde weiter abwarten. Ja. Attack. Oh ja. Der erste Bauer ist RIP. Na, Alter, das ist der Ocker. Der Grund. Dann sag halt nichts. Oh, okay, jetzt muss ich... Okay. Okay, das Motiv. Ja. Leute heilen? Okay, Attacke. Attacke! Insulin also. Attacke! Ja gut, das... Was? Okay, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Ich habe ihr nur Fiebermedizin gegeben, als sie krank wurde. Aber ich dachte, die Freundin ist... Ne, warte mal, die Freundin war gesund. War das geplant? Ich gehe auf Risiko. Er hat gesagt, ich soll mit Fragen bombardieren. Ich werde auf Risiko gehen. Attacke! Was? Wie kann man es im Vorfeld planen? Ja! Attacke! Ja. Okay, der Turm ist jetzt das Schwierige wahrscheinlich. Es ist gut, dass die Bauern ohne Probleme weggegangen sind. Okay. Okay, jetzt wird's schwierig. Oh fuck. Komm, ich geh aufs Ganze. Nee. Ja. Was? Okay. Okay. Das könnte Sinn machen. Mhm.
Er brauchte Geld. Okay. Dann über Medizin reden. Du bist aber kein Arzt mehr. Ja. Attacke! Alter, mein Pferd! Ich hoffe, es wird die Lasagnen-Taktik einsetzen. Der hat gesessen, Alter, so wie ich auf dem Sessel. Weh, getan. Wurde gekündigt, oder was? Nein. Oh. Ah, scheiße, scheiße, scheiße! Jetzt bin ich überfragt. Also bist du verwirrt. Also bist du verwirrt. Was könnte das bedeuten? Der Satz sagt mir nichts. Das ist halt komplett zerfleischt. Na komm, ich geh aufs Ganze. Alter, ich bin aufs Ganze gegangen und das Risiko hat sich gelohnt. Der Turm ist tot. Schachmatt. Und das ohne einen Fehler. Flo, meine Logik. Ich könnte Ass-Anwalt werden. Ich glaube, ich bewerbe mich jetzt für ein Jurastudium. Ich hoffe, in den Prüfungen werde ich auch Logikschach einsetzen müssen und das wird genauso aussehen. Weil sonst habe ich keine Chance. Okay. Es ist aus. Okay. Wissentlich, gut. Nein, 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 ich will alles wissen, halt die Fresse. Okay. Alter Marlin. Okay, sind wir dran. Warte. Das könnte Flo und Choro gewesen sein, aber es würde ja gar keinen Sinn machen, oder bin ich jetzt vollkommen bescheuert? Das stimmt wohl. Aber das Problem ist, ich habe immer noch nur 10 Leben. Fee. Okay. Warte. Woher weiß er das? Das macht auch keinen Sinn, weil dann hättest du hier sein müssen. Okay, das macht jetzt aus zwei Gründen keinen Sinn. Alter, die chillen.
Ja. Okay. Mit 10 Leben im Gepäck. Mal gucken. Boah, das sind 6 Aussagen. Ja, das ist egal. Probieren wir es. Moment mal! Was? Choro! Du Igel! Okay. Ah, warte mal, männlich, ja. Uro! Okay. Moment mal! Ja, dann hau doch endlich die Info raus, Junge. So. Das kann er nicht wissen, eigentlich. Ja. Aha. Moment mal. Aber wie kann er Sakura so umgestellt haben? Ja. Ja, okay. Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Ja, es könnte auch was mit den Fußspuren zu tun haben. Oh. Moment Nein, mal. Das wollte ich nicht angreifen. Ich guck mal, was ich so drauf habe. Ich will mich so rein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe echt die Befürchtung, dass ich jetzt gleich Game Over gehen werde. Das hier könnte auch sein, aber... Jetzt, Moment mal. Ich habe eine Idee. Okay, warte mal. Ich habe die allererste Sache noch nicht angegriffen. Okay. So, Dachfenster geworfen. Es wird hier sein. Da bin ich mir jetzt sicher. Es könnte der Glassplitter sein. Es könnte aber rote Fußspuren am Tatort endeten plötzlich draußen bedeuten. No risk, no fun!
Ja, okay. Komm. Ich probier's! Ja! Ich bin so clever. Spaß, Mann, ich hab halt einfach einen Lauf. Aha. Moment mal! Ah, Mann! Ich denke halt die ganze Zeit an Fingerabdrücke an Morrigan. Fuck! Scheiße! Was? Nein, ich bin Pager. Ja, ich bin tot. Adios. Okay, ich habe eigentlich nur Leben. Ah, warte mal, Felsener rettet mich gerade. Warte mal, wenn ich jetzt überlege, vielleicht kommt was anderes. Alter, du Arschloch, das ist auch abgeändert worden. Moment mal. Das habe ich gar nicht bedacht. Ja, aber da hättest du ja... doch. Ist hier durchs Fenster geworfen. Ja. Ich bin dead, aber Felsen, der wird mich jetzt retten. Ja, und jetzt vielleicht Morrigan eigentlich, ne? Ja. Kurats! Hä, hey, du hast sie doch runtergeworfen! Jetzt reicht's. Dann werde ich jetzt halt konsultieren. Aber zuerst werde ich überlegen. Angreifen, okay. Ja, hab ich doch. Okay. Ja, das habe ich ja versucht. Achso, ja, warte. Ja, okay. Ich hab's falsch betrachtet. Eigentlich auch richtig, aber auch falsch. So, nach der Tatnacht. Mhm. So, und jetzt werde ich die Uhr präsentieren, denke ich mal. Halt die Fresse.
Wieso kann ich nicht reißen? Felsen, ich schlachte gerade dein Leben ab. In Logikschacht bin ich gut, aber hier rasiere ich mich gerade selbst. Moment mal! Alter. Nach der Tat. Ich könnte auch die Aussage von ihr sein, aber. Also gerade habe ich keine Ahnung. Ich habe wirklich absolut keine Ahnung. Ich habe noch 20 Leben, glaube ich. So, ich bin jetzt endlich auf die Lösung gekommen. Es ist asozial, seine Uroma. Es war in der 6. Aussage, wie Marco beim Konsultieren auch gesagt hatte, man musste die Foto der Fußspuren nochmal beweisen. So ein Scheißdreck. Ja. Also der ist echt asozial, ich habe da auch Flo fragen müssen gerade, also krass, bin ich nicht drauf gekommen. Ja, der sagt auch, der gleiche Beweis wie vorhin. So ein Kalb. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Dass sie die Schrift so groß machen. Was? Welche Assassine? Ihr Assassine. Was? Remilia? Ich wusste es. Geschlachtet. Nein, ich fällt's da. Was? Nein! Sag mir jetzt nicht, dass Felsen aus meinem Team geht und ich deswegen sterbe. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Nein! Oh Mann, ja, ich spiel nochmal hin. So, da sind wir wieder. Und es ist tatsächlich so, Felsener verlässt meine Gruppe und deswegen war ich Game Over. Ich habe es nochmal hierher gespielt und jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Ja. Alter, wir folgen uns an. Alter, ich bin zweitklassig. Aber irgendjemand gibt's doch dennoch noch. Ja, gut. Hoffen wir's. Ganz interessanter Charakter. Okay. Ja, yeah, ohne Bildeinblendung. Hier war safe ein Bild drin. Ja. Ah ja. Ich denke ja. So, okay. Das ist also das Ende des Falls. Es kommt ziemlich abrupt. Ich soll euch auf jeden Fall auch noch ausrichten, beziehungsweise ich hätte so oder so gesagt, Flo hatet sich selbst für diesen ultra
ultra unfairen Beweis, den man zweimal hintereinander hat einsetzen müssen und wo ich gerade cutten musste. Er hatet sich selbst und ich hate ihn noch viel mehr dafür. Er meinte aber, Fall 2 soll etwas logischer sein, was das angeht. Wobei ich Fall 1 jetzt eigentlich schon echt gut fand. Man konnte ziemlich viel ableiten und auch selber drauf kommen. Das war in den alten Spielen manchmal nicht der Fall. Da musste man wirklich ins Blaue raten. Ich bin gespannt, was Fall 2 zu bieten hat und wie lange gehen wird, denn das ist ja der Fall, wo es dann irgendwann mittendrin aufhört. Ich werde ihn auf jeden Fall zeigen, soweit es geht. Und dann mal gucken. Mir hat es bis dato eben auf jeden Fall Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann zum nächsten Part, wenn wir den zweiten Fall angehen. Bis dann und ciao.